Hallo, mein Name ist Oskar Salomon und in diesem Video erkläre ich dir, warum Cannabis bei Schlafstörungen eine Therapieoption ist und was du tun kannst, um zu beurteilen, ob Cannabis in deinem Fall vielleicht angezeigt ist und dir weiterhelfen kann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es darum, zu besprechen, dass Cannabis-Medikamente und Cannabisblüten eine Therapieoption bei Schlafstörungen sind. Und dabei möchte ich erstmal auf die Therapie und die Diagnostik von Schlafstörungen eingehen. Tatsächlich leiden sehr viele Menschen in Deutschland an Schlafstörungen. Man geht also von bis zu 20% der Bevölkerung aus, die an ein und oder durch Schlafstörungen oder anderen Schlafstörungen leidet. Das wäre also jeder fünfte Patient etwa. Und dafür gibt es sehr, sehr viele Gründe. Und bevor also Cannabis als Medikament in Betracht gezogen werden kann, sieht der Gesetzgeber vor, dass erstmal dass die herkömmlichen Mittel alle ausgeschöpft sind. Und die werde ich jetzt erstmal kurz umreißen, dass du etwa weißt, was man bei Schlafstörungen tun sollte. Und wann du aber auch weißt, okay, ab diesem Zeitpunkt käme Cannabis für dich als Therapie in Betracht, weil da in der Vergangenheit schon viele Patienten von profitiert haben. Also zunächst ist erstmal wichtig, dass Schlafstörungen sehr viele Ursachen haben können und häufig durch eine Lebensveränderung auch behoben werden können. Also erstmal, wenn du bemerkst, dass du Ein- und oder Durchschlafstörungen hast, dann muss das ein Arzt diagnostizieren und du musst mit deinem Arzt oder deiner Ärztin darüber sprechen. Und zunächst geht es darum, die Ursachenfaktoren auszuschließen. Das kann also Lärm sein, das kann sein, dass wenn du Kinder hast, also die Kindererziehung oder kleine Kinder, die nachts schreien, der Grund sind, dass dein Umfeld mit einbezogen werden muss. Es kann sein, dass du einen durcheinander geratenen Tag-Nacht-Rhythmus hast, zum Beispiel zu lange am Computer sitzt, dann musst du deinen Tag-Nacht-Rhythmus umstellen. Du musst Stressoren vermeiden, wie zum Beispiel Kaffee, Alkohol und Nikotin. Die können deinen Schlafrhythmus durcheinander bringen und sind sehr häufig Gründe dafür. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du einen Schichtdienst hast in der Arbeit. Da musst du gucken, kannst du den ändern, kannst du einen anderen Job machen ohne Schichtdienst. Aber manchmal geht das nicht oder es ist nicht zumutbar, das von dir zu verlangen. Dann muss man eben mit nicht-medikamentösen oder mit medikamentösen Dingen weitermachen. Zur Diagnostik kann man auch ein Schlaflabor machen, um genau den Charakter deiner Schlafstörung zu bestimmen. Das wird aber nicht immer durchgeführt. Aber ein Schlaflabor würde auf jeden Fall eine sehr gute diagnostische Maßnahme sein, um herauszufinden, okay, was liegt denn jetzt genau vor, weil es gibt auch noch Schlafstörungen, die nur über das Schlaflabor entdeckt werden können. Dazu gehört zum Beispiel das Schlafapnoe-Syndrom. Da muss also auch deine Sauerstoffsättigung gemessen werden in der Nacht. Das heißt, da musst du wirklich eine gute Diagnostik bei deinem Arzt erstmal machen. Und wenn dann aber herausgefunden wurde, okay, es sind Schlafstörungen und wir haben alles bisher getan, dann gibt es, und das ist jetzt, was ich gesagt habe, nicht erschöpfend, da gibt es noch mehrere andere Dinge. Also du kannst zum Beispiel auch schlaffördernde Tees trinken oder ein Schlaftagebuch solltest du unbedingt führen, damit du genau beurteilen kannst, welcher Faktor verstärkt oder also verbessert oder verschlechtert dein Schlafempfinden. Und zur Therapie gibt es dann nicht-medikamentöse Verfahren. Das wäre zum Beispiel eine Verhaltenstherapie, die in manchen Fällen angezeigt ist. Oder medikamentös stehen uns erstmal Medikamente wie Baldrian oder Melatonin zur Verfügung. Das sind soweit nicht verschreibungspflichtige Medikamente, die dir helfen können. Und dann gibt es verschreibungspflichtige Medikamente, wie beispielsweise die sogenannten Z-Substanzen. Das sind schlafanstoßende Medikamente, wie zum Beispiel das sogenannte Zopiclon, die zunächst eingesetzt werden, dürfen zum Beispiel nie mit Alkohol verwendet werden. Dann gibt es noch die Benzodiazepine. Das sind in der Regel sehr wirksame, schlaffördernde Medikamente, haben aber auch ihre Nachteile. Sie haben zum Beispiel ein erhebliches Abhängigkeitsrisiko, was schon nach wenigen Tagen Einnahme wirksam sein kann. Und eine Benzodiazepinabhängigkeit ist etwas ganz Schweres, eine ganz schwere Bedingung. Der Entzug von Benzodiazepinabhängigkeiten ist sehr, sehr, sehr schwer und ist ein großes Leiden für die Patienten. Das heißt, Benzodiazepine sollten wirklich nur kurzfristigst verschrieben werden und können also auch nicht langfristig für die Behandlung von Schlafstörungen eingesetzt werden. Und dann gibt es noch ein paar andere Medikamente, die man einsetzen kann, die aber nicht so starke Evidenz haben,
beispielsweise Antidepressiva. Es gibt auch ein paar nicht psychotische, niedrig wirksame Antipsychotika, also Medikamente aus der Psychiatrie. Und ebenso gibt es sogenannte Antihistaminika, also eigentlich aus der Allergiebehandlung kommende Medikamente, die den Schlaf anstoßen. Nun haben die aber alle Vor- und Nachteile. Wenn du aber davon einige ausprobiert hast, beispielsweise eine Z-Substanz ausprobiert hast und Schlafhygiene gemacht hast und die Therapie befolgt hast und du merkst, an meiner Schlafstörung hat sich nicht viel geändert, dann kann Cannabis für dich in Frage kommen, dann kann dein Arzt dir unter Umständen Cannabis verschreiben. Das sind meistens Cannabisblüten, die du mit einem Vaporisierer einnimmst oder als Extrakt Cannabisöle einnimmst. Diese enthalten den psychoaktiven Wirkstoff THC, der sich sehr gut unter anderem auf den Schlafanstoß auswirkt. Und dieses Cannabis-Medikament nimmt man dann typischerweise zu dem Zeitpunkt ein, wenn man schlafen möchte. Und viele Patienten in der Vergangenheit berichten eben von einer sehr guten Wirkung dieses Cannabis-Medikaments. Und der große Vorteil bei Cannabis ist eben, dass es ein sehr niedriges Abhängigkeitsrisiko hat im Vergleich zu Benzodiazepinen und auch oft eine sehr gute Verträglichkeit und ein günstiges Nutzen-Nebenwirkungsprofil. Und ich habe also in meiner Vergangenheit schon häufig Patienten mit nicht therapierbaren Schlafstörungen Cannabis verschreiben können. Wenn du Schlafstörungen hast, musst du nicht all diese Therapieformen, die ich dir gesagt habe, durchgeführt haben, aber du solltest mit deinem Arzt schlüssig in deinem Fall behandelt worden sein. Und wenn du damit nicht weitergekommen bist, dann können dir Cannabis verschreibende Ärzte, wie zum Beispiel ich, da vielleicht weiterhelfen und dir diese tolle Therapiealternative eben anbieten. Der Vorteil liegt auf der Hand. Wir haben kein großes Abhängigkeitsrisiko. Wir haben eine häufig beschriebene gute Wirksamkeit. Wir haben ein günstiges Nebenwirkungsprofil und das in Abwägung mit den anderen Medikamenten der Schlafbehandlung spricht doch in vielen Fällen für Cannabis anstatt andere Medikamente. Und deswegen, wenn du dich da wieder siehst, kannst du gerne mit uns in Kontakt treten oder auch anderweitig Cannabis verschreibende Ärzte in Deutschland finden und dieses wunderbare Medikament vielleicht auch bei deinen schwer behandelbaren Schlafstörungen einsetzen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Video dir etwas Einblick in die Materie hat geben können und wünsche dir noch alles Gute und alles Gute bei deinem Heilungsweg. Dein Oskar Salomon.